Es gibt aber einen ganz besonderen Grund, der mich persönlich immer wieder zum Erstaunen bringt, wenn man das Leben der Sahaba betrachtet. Und das hat auch etwas mit unserer Situation heutzutage zu tun. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, dass die Sahaba besonders anfänglich nach dem Versterben des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht unbedingt eine Großmacht dargestellt haben. Zwischen den zwei großen Mächten, die damals existierten in der Nachbarschaft der Araber, das waren einmal die Perser und einmal die Römer. Sowohl das Persische als auch das Römische Reich waren die Großmächte damals, so wie es heute Amerika und vielleicht Russland ist. Das heißt, sie hatten einen enormen Einfluss auf benachbarte Orte. Und man muss auch bedenken, dass die arabische Halbinsel oder die Araber vor dem Erscheinen des Propheten sallallahu alaihi wasallam teilweise tatsächlich den Römern und andere den Persern unterworfen waren. Was ist der interessante Punkt jetzt hier? Was hat das mit den Sahaba zu tun? Wir wissen und wir sehen das heute auch mit unseren eigenen Augen, dass Menschen schwächerer Nationen, also politisch, ökonomisch und aus anderen Perspektiven, schwächere Staaten, Nationen sind den Großmächten in einer gewissen Art und Weise unterworfen. Und diese Unterwerfung zieht auch Angleichung und Anpassung, beispielsweise in Bezug auf die Werte, in Bezug auf die Kultur, in Bezug auf Sitten, Angewohnheiten. Die kleineren, schwächeren Nationen sind immer von den größeren beeinflusst, in all diesen Perspektiven. Das sehen wir auch heute, nicht nur in der islamischen Welt, auch in anderen Ländern. Viele Länder werden geleitet und geführt von den amerikanischen Idealen. Amerikanische Ideale in vielen Hinsichten. Nicht nur die Kleidung, in vielerlei Hinsicht. Und das ist kein neues Phänomen. Das heißt, dass man sich der dominanten Macht anpasst und sich ihr ergibt und von ihr Werte, Traditionen, Kultur schöpft. Das ist kein neues Phänomen. Vielleicht habt ihr schon mal von Ibn Khaldun gehört. Ibn Khaldun ist ein Gelehrter aus dem 9. Jahrhundert gewesen, 9. Jahrhundert nach Hijra. Und er hat sich mit das, was man heute Soziologie bezeichnet, beschäftigt. Ich zitiere ihn mal. Also im Jahr 808 nach Hijra ist er gestorben. Und er hat in seinem Buch, was sich Al-Muqaddima nennt, darin hat er einen Abschnitt, in dem er genau über dieses Phänomen spricht. Ich zitiere ihn mal. Und das, was er sagt, trifft auch noch heute auf uns zu. Er sagt, der Besiegte ist stets darauf aus, den Sieger in seiner Erscheinung, seiner Kleidung, seinen Anschauungen, sowie in allen übrigen Lebensformen und Gewohnheiten nachzuahmen. Was hat das für Gründe? Warum ist das so? Er sagt, der Grund liegt darin, dass der Mensch denjenigen, der ihn besiegte und dem er sich unterwirft, stets für vollkommen hält. Sei es, weil er ihn in übergroßer Ehrfurcht als vollkommen ansieht, sei es, weil er irrtümlicherweise glaubt, dass seine Unterwerfung nicht das Ergebnis seiner natürlichen Überlegenheit, sondern vielmehr der Vollkommenheit des Siegers geschuldet sei. Wenn der Mensch an dieser irrigen Annahme festhält, verinnerlicht er sie dauerhaft. Was hat das für eine Folge? Er sagt, dann legt er sich alle Verhaltensweisen des Siegers zu und ahmt ihn nach. Das bezeichnet man als Nachahmung. Oder der Mensch mag denken, dass die Überlegenheit des Siegers nicht durch Kraft und Stärke zustande gekommen sei, sondern vielmehr durch seine Gewohnheiten und Verhaltensweisen, also die Art und Weise des Lebens oder das System, das dort vorherrscht. Dann sagt er, der Mensch täuscht sich auch in diesem Fall über die wahren Ursachen der Überlegenheit. Eine solche Ansicht läuft auf das anfängliche
anfänglich Gesagte hinaus, also die Befolgung nachahmen. Deshalb kann man beobachten, das ist der interessante Punkt, das Resultat, Endresultat, deshalb kann man beobachten, dass der Besiegte, der Schwächere, im Gebrauch und im Stil seiner Kleidung, seiner Reittiere und Waffen, sowie in allen seinen übrigen Lebensformen den Sieger nachahmt. Dies geht sogar so weit, dass bei einem Volk, das von einem anderen Benachbarten beherrscht wird, zu einem großen Teil Nachahmung und Angleichung sichtbar werden. Es spricht er aus einem tatsächlichen Fall, den er selbst erlebt hat, vom Al-Andalus. Er spricht jetzt vom Al-Andalus als Beispiel. Er sagt, dies ist in heutiger Zeit in Al-Andalus der Fall, wo sich die Menschen in ihrer Kleidung, ihren Äußerlichkeiten und vielen ihrer Gewohnheiten und sogar Lebensformen den christlichen Völkern der Galizier derart anpassen, dass sie sogar die Wände, Bauten und Häuser mit Bildern verzieren. Der kluge und aufmerksame Beobachter mag daran die Zeichen der Vorherrschaft ablesen. Also es ist ein gewöhnliches Phänomen, und das betrifft nicht nur die Muslime, aber das hat man bei den Sahaba nicht gesehen. Sie waren trotz ihrer, ich nenne das mal in Anführungsstrichen Schwäche im Vergleich zu den Großmächten, überhaupt nicht verblüfft von den Großmächten in der Nachbarschaft. Und sie hatten keinerlei Auswirkungen auf sie, nicht derartige Auswirkungen gehabt. Wir sehen dieses Phänomen auch bei den Christen, dass die Christen sich den Muslimen anpassen und angleichen. Heutzutage nicht mehr, weil heutzutage ist die Vorherrschaft nicht mehr die der Muslime. Aber wir haben in gewissen Epochen gesehen, dass Christen, christliche Nationen und Völker, sogar ihre Geistlichen, sich in einer gewissen Art und Weise den Muslimen versucht haben anzupassen. Also genau das, was wir heute sehen, der Diskurs, der Islam muss von Grund auf erneuert werden. Er muss den neuen Standards angepasst werden. Das, was wir heute erleben unter den Muslimen, das haben die Christen auch mal erlebt. Nur da war das Ideal nicht die christliche Welt, sondern die islamische Welt. Und das ist ganz interessant. Wenn wir zum Beispiel die Bücher von Ibn Taymiyyah lesen, Ibn Taymiyyah hat eine Enzyklopädie geschrieben, die handelt um die Widerlegung der Ahlul Kitab. Das nennt sich Al-Jawabus Sahih, so heißt das Buch, besteht aus mehreren Bänden. Sein Schüler Ibn Qayyim hat auch ein Buch geschrieben. Dieses Buch ist eine Art Diskussion mit den Christen. Das nennt sich Hidayatul Hayara. Das Interessante, was wir darin vorfinden, ist Folgendes. Wenn wir dieses Buch lesen, dann sehen wir eine gewisse Szene. Und zwar, wie gesagt, das sehen wir heute nicht mehr. In diesen schriftlichen Debatten, das sind schriftlich geführte Debatten, die Ibn Taymiyyah und Ibn al-Qayyim mit den Geistlichen, großen Geistlichen der Christen zu ihrer Zeit geführt haben, die verschriftlicht worden sind sozusagen. Die Christen haben, Ibn Taymiyyah erwähnt das, und auch Ibn al-Qayyim, sie haben den Muslimen zugestanden, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatsächlich ein Gesandter Allahs ist. Sie sagen, soweit stimmen wir euch zu. Und das waren keine einzelnen Fälle, weil Ibn Taymiyyah sagt, dass diese Aussagen teilweise von den renommierten Geistlichen unter ihnen getätigt wurden. Nur der Unterschied zwischen uns und euch ist, dass wir glauben, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sei nur zu den Arabern entsandt worden, nicht zu aller Menschheit. Das heißt, sie sagen sozusagen, was ihr tut, ihr befolgt ihn, das ist richtig und gut, aber er ist nicht zu uns entsandt worden. Woher rührt wohl diese Einstellung her? Weil das sehen wir heute nicht mehr bei ihren Geistlichen. Meistens sehen wir das nicht mehr. Es kann sein, dass es Ausnahmen gibt, aber wir sehen das nicht mehr. Warum war die Einstellung der Christen damals anders? Das ist genau, der Grund dafür ist möglicherweise genau der, den wir heute auch teilweise in der islamischen Welt sehen, dass sie in den Systemen des Westens, in ihren Weltanschauungen
Vorbilder sehen. Sie sehen darin Vorbilder. Sie sind nämlich geblendet von ihrer Vorherrschaft, von ihrem Fortschritt, von ihrer Macht. Genau dasselbe war damals mit den Christen. Als die Christen gesehen haben, diese gewaltige Großmacht der Muslime, eine fortschrittliche Nation, ein intelligentes Volk, es kann nicht sein, dass das alles, yani, alles, was sie da glauben und tun, falsch ist. Irgendwo muss da was Richtiges sein. Und was ist die Lösung dann? Also, wir wollen ja auch nicht unsere Religion verlassen. Was ist die Lösung? Wir suchen einen Zwischenweg. Und dieser Zwischenweg liegt darin, dass wir ihnen ein bisschen Recht und Wahrheit zugestehen. Von daher diese Prinzipienlosigkeit, ich nenne das Prinzipienlosigkeit, dass man keine Prinzipien hat, an denen man sich festhält, die unerschütterlich sind, diese Prinzipienlosigkeit rührt oft aus der Schwäche einer Nation her. Aus der Schwäche einer Nation als ganzes Kollektiv betrachtet. Die Sahaba hatten eine gewisse Immunität. Sie hatten eine gewisse Immunität. Sie waren von den Einflüssen der Großmächte geschützt und gefeit. Und eines der Ursachen war eine gewisse geistige oder spirituelle Einstellung, die sie hatten. Und diese Einstellung drückt einer der Tabi'un in folgenden Worten aus. Also das ist die Grundeinstellung der Sahaba, die sie hatten. Er sagt, also das ist die Aussage eines der Tabi'un, er sagt, من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. Das sind die drei Grundfundamente ihrer geistigen Gesinnung. Von Allah Ta'ala kommt die Botschaft, Punkt 1. Das betrifft die Quelle. Zweitens, dem Propheten obliegt die Verkündung. Und der dritte Grundsatz, der betrifft jetzt uns als Anhänger seiner Gemeinschaft. وعلينا التسليم. Und uns obliegt die Ergebung, die Akzeptanz.